Die Hobbytheke mit Jan Putz. Herzlich willkommen hier in der Hobbytheke zum Basteln mit dem Jan Putz. Wie in der letzten Folge angekündigt, wollen wir auch heute wieder etwas total Sinnloses basteln. Der Ablauf der Sendung dürfte allen bekannt sein. Na, dann will ich mich mal über die heiße Blonde hermachen. Ah, so eine Driss. Ich wollte natürlich sagen, über das kühle Blonde. Genau, na dann Prost erstmal. Lecker. Ja, das mit der heißen Blonden aus der Redaktion, das mache ich dann später. So, in der heutigen Folge basteln wir uns mit wenigen Mitteln eine echte E-Gitarre. Hierfür benötigen wir unter anderem einen ausrangierten Tennisschläger oder Badmintonschläger. Der tut es natürlich auch. Dann benötigen wir ca. 10 Meter unisoliertes Kabel oder Draht und einen elektrischen Fliegenfänger. Und schon kann es losgehen. Ah ne, wir brauchen auch noch eine 9 Volt Blockbatterie und eine kleine Gipsschalter. Wenn wir das alles haben, dann kann es losgehen. Also, wir nehmen uns eine Schere und entfernen zuallererst die gespannte Schnüre des Tennisschlägers. Nun wickeln wir den Draht von oben nach unten oder auch von unten nach oben über den Badmintonschläger. Nun trennen wir die Elektrik von dem Fliehfänger und verbinden sie mit dem zuvor von uns gespannten Draht auf dem Tennisschläger. Ein Lötkolben kann hier helfen, eine Verbindung zu schaffen. Auch müssen wir einen kleinen handelsüblichen Kippschalter mit etwas Tesafilm an den Schläger kleben und die Kabel mit dran anschließen. So, jetzt sieht das Ding aus wie eine Minigitarre, so Art Ukulele, so richtig echt und hat so ja Strom. Um einen etwas besseren Rockin-Effekt zu erzeugen, habe ich die Spule, die normalerweise den Fliegenfänger mit der Spannung auflädt, aber nicht mit zwei Mikrobatterien wie gewöhnlich, sondern mit einer 9 Volt Blockbatterie verbunden. Natürlich dauert das Basteln in echt ein bisschen länger, daher habe ich da vorne schon mal was vorbereitet. Auch in dieser Folge habe ich mir wieder ein Versuchskaninchen, eine Hilfe organisiert. Zu Gast bei mir heute im Studio, der kleine Peter. Hallo Jan, ich freue mich heute Abend hier zu sein. Ja Peter, ich bin froh, dass wir dich und dein Können für diese Sendung als Gast gewinnen konnten. Wie du sicherlich mitbekommen hast, haben wir heute unseren Hörern mal gezeigt, wie sich eine E-Gitarre selber bauen lässt mit wenigen Mitteln. Bei uns in Rumänien, wir bauen fast alles selber. Ja, Peter, das weiß ich. So Peter, guck mal hier, da habe ich die von mir gebastelte Gitarre. Sehr groß ist sie aber nicht gerade. Naja Peter, wir dachten uns lieber was kleiner, dann ist es für dich einfach in der Handhabung. Das ist aber nett von dir, aber ich hoffe, dass es keine Anspielung auf meine Größe sein soll. Nein, Peter, wie kommst du da drauf? Apropos, rauf, ich hab dir da auch ein Höckerchen in die Stell, damit du besser auf den Barhocker raufkommst. Ach so, ich dachte schon. So, Peter, ich würde sagen, die Sendezeit ist ja wie immer knapp bemessen und daher sollten wir direkt anfangen. Peter, da es sich um eine Elektrogitarre handelt, musst du die da oben an dem Schalter einschalten. Hast du einen besonderen Wunsch, was ich für dich auf der Gitarre spielen soll? Peter, du meinst sicher Zuhörer, wir sind doch hier im Radio, dann gib es doch kein Bild. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich hätte da den ein oder anderen Titel, der hier in der Sendung passen würde. Unter anderem sehr meine Lieblingssongs. Zum einen 5000 Volt mit I'm on Fire oder noch besser, da du ja ein Rockmusiker bist, von AC/DC, Highway to Hell. Aber sag mal Jan, warum hast du denn jetzt eine Schutzbrille und einen Helm angezogen? Ach, weißt du, Peter, ich vertrage die Lautstärke nicht so. Das ist Eigenschutz. So gut, na gut, Peter, dann fangen wir an. Na ja, das leuchtet ein. Okay, dann lass uns beginnen. 1, 2, 3. Mann, was hätte denn eine Schlagappe gekriegt? Hui, boah, was hat der Funken gesprüht? Heide Witzke, Herr Elektriker. Na gut, unsere Sendezeit neigt sich genau wie mein Kölsch Band entgegen. Und ich denke, wir hatten heute einen super lustigen Spaß mit dem Peter. Ich kann mich nur für seine Hilfe bedanken und Ihnen schon mal sagen, was wir das nächste Mal basteln wollen. Nächste Mal bauen wir uns einen praktischen Video- oder Audiomixer. So, aber jetzt in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hier in meiner kleinen Hobbytheke, sagt ihr Jan Putzt.